Es ist erschreckend und faszinierend zugleich. Diese Schnecke ist ein willenloser Zombie. Ein parasitischer Saugwurm hat von ihr Besitz ergriffen. Die Eier des sogenannten Leukochloridium paradoxum gelangen durch Vogelkot in den Verdauungstrakt der Schnecke. Im Inneren entwickelt sich der Parasit langsam zu einem Saugwurm. Das farbenfrohe, schlauchartige Gebilde wächst in die Fühler der Schnecke hinein, lässt diese erblinden und bringt das willenlose Weichtier dazu, sich schutzlos dem Licht und damit den Blicken von Vögeln auszusetzen. Die Schnecke ist nicht mehr in der Lage, ihre enorm vergrößerten und auffälligen Fühler einzuziehen und wird darum zu einer leichten Beute. Im Verdauungstrakt des Vogels angelangt, entwickelt sich der Saugwurm dann weiter, vermehrt sich und legt wiederum Eier, die über den Kot ausgeschieden werden. Dann geht das ganze Spiel von vorne los. Das Leukochloridium paradoxum wurde erstmals in Deutschland entdeckt, aber auch in Polen, Norwegen und Russland soll der Parasit verbreitet sein. Sollten Sie also einmal einer solchen Schnecke begegnen, lassen Sie besser die Finger davon.